Hallöchen und willkommen zurück bei Enderal. Tja, die letzte Folge war jetzt nicht so erfolgreich, da stürzte zum Schluss ab. Hab danach direkt noch eine Folge aufgenommen und wir sind ja auch wieder rausgekommen. Halt, doch, die brauchen wir noch. So, man muss nämlich hier an einer bestimmten Stelle ein bisschen hochspringen, dann kann man das erwischen, wo es wieder rausgeht. Da. Na, jetzt. Genau, so. Und ich hatte dann aber die Folge, die ich danach, nach der letzten aufgenommen hatte, die ging immer bloß 2 Minuten. Weil wir sind nämlich hier raus. Speichert hier direkt, wunderbar. Und immer wenn ich dann hier raus bin, hat sich das Spiel komplett aufgehangen. Ich habe dann alles nochmal neu installiert, neu runtergeladen, Skyrim nochmal neu gemacht, obwohl keine einzigen Mods oder so installiert waren. Und drückt mal die 20 Daumen. 20 Pfund Mehl. 4 Fässer Met. Ja, dass es jetzt klappt, wenn wir hier rausgehen und nicht wieder das Spiel abstürzt. Es müsste funktionieren. Ich hatte es danach getestet. Ich hoffe, jetzt klappt es auch während der Aufnahme. Tja, die Gruft, da müssen wir wirklich später nochmal runter. Das bringt. Oh, im Hintergrund gab es irgendein Geräusch. Aber es lädt anscheinend noch. Das gibt's doch nicht. Wieso kackt das denn jetzt andauernd ab? Ich verstehe das nicht. Da unten die Texte, die werden aber, ne? Es gab aber im Hintergrund ein Geräusch. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir auf dem Marktplatz stehen. Bis gleich. So, willkommen zurück. Da sind wir wieder. Ja, hat gerade geklappt. Ich dachte mir, ich nehme erst wieder auf, wenn wir raus sind aus der Tür. Also ist nichts passiert. Gomez Ballan, den kennen wir schon, der redet nicht mit uns. So. Oh, nanu. Hohepriester Sepharon. Die Erntepredigt. Vielleicht liegt es ja bloß an dem Gebäude mit der Gruft unten, wo wir gerade waren. Dass es dort Probleme gibt. So, wir müssen ja auch noch mit jemand anderem reden. Marktplatz entdeckt. Schön, plus 40 Erfahrungspunkte. Hallo? Ora Steinschlag. Malfas zum Gruß. Ja. Sucht ihr einen Trank, um eure Ausdauer aufzufrischen? Oder seid ihr gar Nutzer der arkanen Künste? Ich habe alles. Wie läuft das Geschäft? Ach, wie nett von euch zu fragen. Im Grunde kann ich mich nicht beschweren. Die Kriege auf Kile und Kyra machen es natürlich schwerer, an Ware zu kommen. Aber trotzdem, das Geschäft läuft gut. Besser als früher auf jeden Fall. Was war früher? Ihr seid neugierig, wisst ihr das? Ja. Aber schön, ich bin in Plauderstimmung. Wieso also nicht? Ich war Vagabundin, wie man so schön sagt. Reisende Arkanistin. Klingt aufregend und ist es auch irgendwo, aber natürlich nicht gerade komfortabel. Dann kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Wie kam es dazu? Ach, eine lange Geschichte. Wisst ihr, ich bin in einem Dorf in der Wüste aufgewachsen. Eigentlich ging es mir ziemlich gut dort, aber als ich meine Magiebegabung entdeckt hatte. Naja, sagen wir es so. Es hat die Art und Weise geändert, wie die Leute mich behandelt haben. Selbst meine Eltern. Och. Das war vermutlich auch einer der Gründe, warum ich, nachdem ich den Gang zum Wasser abgelegt habe, nicht mehr in mein Dorf zurückgekehrt bin. Ich wollte etwas von der Welt sehen, also habe ich meine 7 Sachen gepackt und bin gereist. Etwas waghalsig, ja, aber damals war mir das egal. Wissen. Ihr habt also den Gang zum Wasser abgelegt. Wie war das? Puh, hart. Man hat uns klargemacht, dass wir am Scheideweg standen. Entweder wir lernen, die Magie zu kontrollieren, oder wir tun es eben nicht. Es war keine schöne Zeit, das kann ich euch sagen. Die Arkanisten waren ziemlich streng und man hat gelernt, selbstständiger zu werden, sich nicht zu fest an Menschen zu binden. Aber das ist ein sehr persönliches Thema. Ich würde es ungern weiter ausführen. Wissen gesammelt. 12 von 30. Huh.
Eine Frage noch. Was ist mit denen passiert, die nicht gelernt haben, ihre Magie zu kontrollieren? Ich will nicht darüber reden. In Ordnung. Die Leute in eurem Dorf haben euch anders behandelt? Wie meint ihr das? Naja, ich wurde jetzt nicht direkt angefeindet, aber es waren einfach Kleinigkeiten. Blicke, Tuscheleien hinter meinem Rücken. Das lastet auf Dauer ziemlich auf einem. Aber wisst ihr, ich kann es ihnen eigentlich auch nicht übel nehmen. Gerade in den Dörfern ist doch Magiebegabung immer im selben Atemzug mit Wildmagie, Orbayas und niedergebrannten Dörfern zu hören. Und dann bin da plötzlich ich, ein Mensch, den sie kennen und kann plötzlich Dinge tun und das, obwohl ich nicht einmal eine Eterna bin. Wie sollte das in ihr Weltbild passen? Sie können es ja fast nicht besser wissen. Das klingt hart. Naja, es hat mich stärker gemacht. So ist die Welt eben. Aber ich bin vom Thema abgekommen. Wollt ihr etwas kaufen? Ah, stimmt. Ja, die ist ja nett, ne? Aber immer doch. Oh. Können wir die heiraten? So, was hast du denn Feines? Feuerwindbogen. Kleiner, mittlerer Rucksack. Rollen. Die haben alle einen Haufen Bücher. Hat die Handwerkskunst, Meisterbuch. Nee, zumindest kein Lehrlingsbuch. Können wir noch irgendwas verticken? Die Feinlederhandschuhe. Die sind nicht schlecht, die sind auch besser als unsere, aber unsere haben 5% mehr Schaden auf Bogen. Sogar noch zwei Eisbranken. Da kommen wir genau auf 400. Die können wir mal machen. Schreitet so. Wohl! Schreitet wohl, liebe Ora Steinschlag. Wir werden uns bestimmt nochmal wiedersehen. So, waren jetzt die Eisbranken? Hier. Zack. Zack. So, können wir auf 400 mit uns rumschleppen. Bist du durstig nach magischen Geheimnissen? Ich habe Bücher, Schriftrollen, Tränke, alles für den Freund der wegestreuen Magie. Ach so. Okay, ich sehe gerade, die Tastenbelegung ist anders wegen der Neuinstallation. Aber es läuft trotzdem sehr, sehr flüssig jetzt wieder. So. Oh Gott. Frischer Fisch. Irintu, Schar, Amagash. Rena Shalam, Messer. Etwas frischer Fisch? Gleich. Ihr stammt nicht von hier, richtig? Kirash, was hat mich verraten? Meine Haut oder mein Name? Beides. Schmunzeln, beides. Ich stamme aus Kyra. Aber ich war erst 6, als mein Zirkel hierher übersiedelte. Und da ich nächsten Monat meinen 60. Winter sehe, macht mich das vermutlich genauso endraläisch wie jeden anderen hier auch. Hatten wir nicht schon mal mit jemandem gesprochen, der dasselbe erzählt hat? Ach, das war der Typ in der Taverne am Anfang, glaube ich. Als wir herein sind in die Stadt. Und weshalb seid ihr damals hierher gezogen? Das hatte viele Gründe. Sagen wir einfach, Kyra ist nicht das schillernde, exotische Traumland, als das manche Barden und Dichter es gerne verkaufen. Ich bin sehr glücklich, hier leben zu dürfen. Über Endaral kann man sagen, was man will, aber es ist zumindest friedlich und beständig. Was sicherlich auch daran liegt, dass Malfas hier herrscht und nicht Saldrin. Zeigt mir mal, was ihr im Angebot habt. Der hat leider nichts weiter. Misha Galabag Gadananka, Alter. Ihr seid nicht von hier, was? Gebt auf euch Acht.
In letzter Zeit geht es hier drunter und drüber. Ja, danke. Auf diese verdammten Matrosen ist einfach kein Verlass. Wie lange soll ich denn noch auf diese Lieferung warten? Das ist ja nett. Wissen, ihr seid Kelene, richtig. Seid ihr vor dem Krieg geflohen? Geflohen ist das falsche Wort. Ich nenne es taktische Relokalisierung. Nur ein dummer Geschäftsmann würde inmitten eines Bürgerkriegs, der während dieses Karak-Barbaren auf unser Land zusegen geführt wird, versuchen, Gewürze und Tücher an den Mann zu bringen. Frischer Fisch und Meergetier. Könnt ihr mir etwas mehr über diesen Bürgerkrieg erzählen? Wie genau ist es dazu gekommen? Nun ja, nach den Gerüchten über die Götter haben die Ratsmitglieder wohl gedacht, es sei der richtige Zeitpunkt für Machtkämpfe untereinander. Sehr dumm, wenn ihr mich fragt. Und sehr unwirtschaftlich. Ich bin früh genug mit meiner Familie geflohen. Aber dieser Schwachsinn hat viel zu viele ihr Leben gekostet. Viel zu viele. Wissen gesammelt, 13 von 30. Was hat man in Kelae von den Gerüchten über den Tod der Lichtgeborenen? Nun, sie sind Blasphemie. Was denn sonst? Die Götter herrschen seit Jahrtausenden über Wind. Wer meint, man könne sie töten wie Karnickel, kann nur ein Narr sein. Was verkauft Gewürze, ihr? Gewürze, Teppiche, Exquisitäten. Nur das Beste, frisch aus Kelae. Seht selbst. Ah, okay. Lehrlingsbücher. Der hat aber eine Menge Bücher. 20 Stück. Alchemie. Rhetorik. Wie viel Geld haben wir denn noch? 400. Ah, nicht schlecht. Lebt wohl. So, was haben wir denn hier? Hallo? Ja, ja. Erbgotts Lederwaren. Oh, das klingt gut. Da müssen wir mal rein. Hoffentlich ohne Absturz. Ja. Oh, schick. Guten Tag, der Herr... Oh, die Lady. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Kalissia Erbgott. Naja. Ja? Ja. Oh, schade, mit der können wir gar nicht weiterreden. Zeigt mir eure Ware. Natürlich. Alter Stoff. Baupläne. Harnisch, Helm. Ah, die hat das ganze Set. Das Feinst. Ah ne, Feinstahl ist das. Ah ne, nicht Feinleder. Rundteppich. Werkzeug. Bauplan. Rundteppich? 1, 2, 3, 4. Stahldolch, noch ein Teppich. Ach, für mein Haus, was ich hier irgendwo mal kaufen kann. Teppich, Teppich, Trophäe. Ach, krass, Wandkorb. Bögen, ein Eisbogen. Ich überlege gerade. Ein Lehrlingsbuch. Die hat nur ein Meisterbuch der Handwerkskunst. Wenn ich einfach mal so ein paar Sachen verkaufen sollen, die wir eigentlich ja jetzt eh nicht brauchen. Die ganzen Bahnen zum Beispiel, guck mal, 67 Eisenbahnen. Ach Quatsch, es gibt doch irgendwo, hatten wir doch diese allgemeingültige Truhe mal gefunden. Die muss es ja theoretisch hier auch Manche irgendwo Dinge geben. Ändern sich einfach. Also nicht hier? Ach, warte mal. Bögen konnte man nicht irgendwie... Nee, okay, das dachte ich mir schon. So. Und wieder raus. Genau, es gibt doch diese eine Truhe, die mit allen Truhen irgendwie verbunden ist. Und die müsste es doch auch hier auf dem Marktplatz wieder irgendwo geben. Zumindest in Flussheim war die auf dem... Ach, hier. Genau. Die sichere Truhe. Ah, das Anschlagbrett. Cool. So. Geil, da haben wir wieder deutlich mehr Platz im Inventar. Das ist super.
Falls wir dann mal irgendwo... Einfach mal weg damit. Falls wir das brauchen, liegt das alles in der Truhe. Hat die eigentlich ein... Ich glaube, da dürften wir unendlich viel reinpacken. Die Schaufel behalten wir. Da finden wir immer mal was zum Ausheben. Ganzen Baupläne. Ja, die wiegen nicht viel. 189 sind wir jetzt. Ja, deutlich besser. Super. So, was gibt's denn hier am Anschlagbrett? Kopfgeldauftrag suchen. Gestartet. Gesucht. In Ark. Der wegelose Brutul... Bertulus, der Schlitzer, wird wegen Glimmerstaubhandel und Tempelschändung gesucht. Er gilt als trinkfest, ist ein Wildmagier und versteckt sich vermutlich in einem Versteck von den Wildmagiern im Herzland. Er gilt als höchst gefährlich und es wird zu großer Vorsicht aufgerufen. Für sein Ableben sind 170 Gold ausgeschrieben. Ja, nehmen wir auf jeden Fall erstmal mit an. Surta Sommerstein. Zeigt mir eure Ware. Gerne. Was zu futtern hat die? Das Krustenbrot ist ja immer nicht schlecht. Wie viel haben wir denn noch von dem Krustenbrot? Das esse ich ganz gern. Gar nichts mehr? Nö. Kauf mal 5. So. Schönen Tag noch. Schreitet wohl. Grüße. Melissa Korn. Was kann ich euch Gutes tun? Irgendwelche Tipps, die ihr einem Abenteurer geben könntet. Was? Und da fragt ihr mich? Ich fühle mich geschmeichelt. Lasst mich mal nachdenken. Mein Großvater hat uns früher immer aus so einem Buch vorgelesen. Mythen und Legenden. Das stammt von einem früheren Erzmagister des Ordens. Und er hat darin Legenden über alte Kreaturen hier auf Enderal gesammelt. Wer weiß, vielleicht ist ja an der einen oder anderen was dran. Schaut euch doch mal in der Bibliothek um. Oh, okay. In der Bibliothek nach Buchen über Kreaturen. Schön. Wie ist die Lage? Ach, ehrliche Antwort? Bescheiden. Seit diesem roten Wahnsinn sind die Straßen für uns Händler kaum noch bereisbar. Es sei denn, man hat die Groschen, um eine bewaffnete Eskorte Söldner zu bezahlen. Und die haben die wenigsten. Aber naja, irgendwie schlägt man sich schon durch. Hunger haben die Leute immer. Und solange die Bauern liefern, habe ich Kunden. Okay, dann zeig mir doch mal deine Aber Ware. Gerne doch. Ach gut, auch bloß ein bisschen was zu futtern. Auf ein Möge gesundes euer Zeug. Pfad stets eben sein. Das dürfte Jesper sein. Noch hat er uns nicht gesehen. So, da waren wir schon. Hier drüben. Den müssen wir befragen. Denn hierbei ging es um der einzige Ort. Halt. Das Warensortiment von Golfo Silberherr nach Gegenständen durchsuchen, die Meoga Eisenfurt gehören könnten. So, na dann schauen wir doch mal. Oh, der hat ja sämtlichen Krempel. Ja? Alles für den Freund der wegestreuen Magie. Verkauft ihr auch Informationen? Informationen? Was soll das jetzt heißen? Ich habe keine Wahl. 25 Groschen geben, damit habe ich nicht gerechnet. Was könnt ihr mir hierfür erzählen? Lasst mal sehen. Viel ist das ja nicht. Was? Aber gut. Boah. Ja. Ich hatte vor ein paar Monaten mal so einen ganz eigenartigen Kauz zum Kunden. Hat 2 Säbel getragen, wie diese Kohlemenschen, aber hat sich bewegt wie ein Schatten. Ich hatte da so ein ganz übles Gefühl im Magen. Ich glaube, das war ein Assassine, wie sie sich nennen. Kyranische Auftragsmörder. Du kannst dich in einer Festung verstecken, die finden dich und meucheln dich in deinem Schlaf. Und anders als die üblichen Gauner können die ihre Schwerter führen wie Lore am Wasserklinger. Wer weiß. Vielleicht hilft euch das ja.
gestattet, die Kunst des Kampfes. Ein Händler erzählte mir von einem Meuchelmörder, der sich auf Schleichen und Kämpfen verstand. Hm. Steht eure Ware zum Verkauf? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Okay, was hat er denn alles? Amethyst, Baupläne, Bericht eines unbekannten Reisenden Band 2. Oh, 61 Gold. Für die Hälfte würde ich es mitnehmen. Na gut. Blauer Quarz, das goldene Haus. Der hat aber ein paar nette Bücher. Erzählungen des Wanderers der Seraph. Expertenbuch. So, was könnte dem Typen gehört haben? Ein Hubel. Lehrlingsbuch. Hier Handwerkskunst hat er. Das nehmen wir mal mit. Boah, Meisterbuch 1200. Mythen und Legenden, der blinde Schürfer. Warte mal, die Aschewitwe, das ist eine Aufgabe. Vielleicht ja auch der blinde Schürfer. Finden wir vielleicht nochmal irgendwo. Rolle. Ja, also ich wüsste jetzt nicht, was dem Typen gehören soll. Ach doch, hier, das hatte ich nicht gesehen. Eisenfurzlaute, 73. Kaufen wir mal. Schön. Und vielen Dank, der Herr. Da ist er ja. Ey, Kumpel. Hier, Mirga Eisenfurt. Bella Eisenfurz Laute zeigen. Kommt euch diese Laute zufällig bekannt vor? Das... Was zum Henker? Woher habt ihr das? Habt ihr sie diesem Halsabschneider abgekauft? Bitte, lasst sie mich berühren. Ich muss sie sehen. Jetzt, wo er es sagt, ich glaube, ich werde sie selbst behalten. Die Laute geben, nur wenn ihr mir im Gegenzug verratet, was das alles zu bedeuten hat. Ja doch, ich würde schon gern wissen. Ja, ja, natürlich. Im Namen der Sonne. Das, ja, das ist sie. Und Vera hatte recht. Danke. Das bedeutet mir wirklich etwas. Keine Ursache. Ist das die Laute eurer Gefährtin? Oder wer ist Bella? Nein. Bella war meine Tochter. Und sie ist vor genau einem Mond und 3 Tagen von uns gegangen. Das tut mir sehr leid. Was ist ihr passiert? Fleischmagen. Oh. Wir konnten nichts tun. Nichts. Wisst ihr, was das Bitterste daran ist? Eine Woche bevor der Apothekarius es festgestellt hat, sie hatte einen Mann kennengelernt. Ihr hättet sie sehen sollen. Da war so viel Lebensmut in ihr. So viel Freude. Und dann... Es ist einfach nicht gerecht. Mein Beileid. Bella war eine Künstlerin, wisst ihr? Sie konnte so schön die Laute spielen und singen. Und immer wenn sie es getan hat, kamen die Leute aus dem ganzen Viertel und haben ihr zugehört. Sie hat sich sogar Schreiben und Lesen beigebracht. Vera und ich dachten, dass sie eines Tages durch die Lande zieht und Bardin wird. Vera und ich dachten, dass sie eines Tages durch die Lande zieht und... Naja, was rede ich da daher? Ihr habt sicher Besseres zu tun, als dem Gejammer eines alten Mannes zuzuhören. Aber falls euch interessiert, wie Golfur an die Laute gekommen ist. Wir hatten Schulden bei Golfur. Und 3 Wochen nach Bellas Tod ist die Dünenheimer Karawane mit unserer gesamten Jahreslieferung Eisen von Banditen überfallen worden. Tja, und wie es eben so ist, wollte dieser Halsabschneider nichts von unserer Trauer wissen und drohte, die Garde zu alarmieren, wenn wir die Schulden nicht zum ersten der Sternsommernacht zahlen. Naja, und den Rest der Geschichte könnt ihr euch sicherlich denken.
Wir mussten die Laute verkaufen. Wir hatten keine Wahl. Aber trotzdem, das hat sich angefühlt, wie einen Teil ihres Andenkens fortzugeben. Und bis auf diese Schatulle haben wir jetzt gar nichts mehr von ihr. Schatulle? Ah, okay. Was hat es mit dieser Schatulle auf sich? Bella hat darin ihre Liedertexte und Gedichte aufbewahrt. Ihre kleine Schatztruhe sozusagen. Aber die Schatulle hat ein spezielles Schloss. Und nur sie wusste, wie man sie öffnen kann. Aber seid doch Schlosser. Müsstet ihr nicht wissen, wie sie aufgeht? Eigentlich ja. Aber die Schatulle war ein Geschenk von mir an sie und sie ist mit einem besonderen Mechanismus verschlossen. Sie bestand darauf. Es waren ihre Geheimnisse. Es ist ein komplizierter Mechanismus. Die Schatulle hat insgesamt 4 Bolzen. Wenn man sie in einer bestimmten Abfolge in eine bestimmte Richtung drückt, öffnet sich das Schloss. Ich könnte sie natürlich zertrümmern, aber wer weiß, was dann mit ihren Werken passieren würde. Wenn ich sie zerstören würde, könnte ich mir das nie verzeihen. Verstehe. Und diese Einschnitzung, das LRLU auf dem Rücken der Laute, hat etwas damit zu tun? Richtig. Links, rechts, links, unten, oder was? Ja, links, rechts, links, unten. Ich habe die Schnitzung nie bemerkt, aber Vera schon. Aber das allein hilft uns nicht. Man muss die Bolzen insgesamt 12 Mal betätigen. Mit der Laute allein haben wir nur die ersten 4. Aha. Und wisst ihr, ob eure Tochter noch mehr Hinweise hinterlassen hat? Ja, das hat sie ziemlich sicher. Vera und ich haben uns schon Gedanken darüber gemacht, wo sie die versteckt haben könnte. Aber momentan kann ich es mir einfach nicht leisten, auch nur einen einzigen Tag ohne Arbeit zu verbringen. Ihr wart sehr großzügig zu mir. Ich weiß, es ist viel verlangt. Aber meint ihr, ihr könntet versuchen, die fehlenden 2 Hinweise für uns zu finden? Gut, ich helfe euch. Das ist ja super und es ist mittlerweile im Hintergrund so ein bisschen Nacht geworden. Die Laterne dort oben ging an, dort im Haus links ging das Licht an. Schön. Gut, ich helfe euch. Danke. Das bedeutet mir wirklich viel. Also, ich habe euch ja schon erzählt, dass Bella liebend gern gedichtet hat. Es gab eine Gedichtsammlung, die sie besonders gemocht hat. Die roten Balladen. Sie ist immer in die Arca-Bibliothek gegangen und hat die Ausgabe dort gelesen. Also vielleicht, ihr müsstet einfach mal nachsehen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie in dem Buch einen Hinweis hinterlassen hat. In der Bibliothek. In Ordnung. Und was ist mit dem 3. Hinweis? Das ist schon schwieriger. Aber es gab einen Ort in der Nähe vom Hafen, zu dem sie immer mit diesem Jungen gegangen ist. Oder wenn sie ungestört sein wollte. Habt ihr eine Karte? Da. Vielleicht ist der letzte Hinweis dort. Seht euch einfach um. Danke für all das. Ich werde für euch beten. Das ist ja eine nette Questreihe. Ja, die finde ich super. Ich würde sagen, die machen wir noch, bevor wir hier dann irgendwann mal mit Jesper quatschen. Den lassen wir da einfach erstmal sitzen. Die Höhle in der Königsbucht untersuchen. Oh, okay. Ich wollte aber gern noch mal jetzt irgendwo schlafen. 7.33 Uhr am Nachmittag, also 19.33 Uhr. Fremdenviertel, da sind wir hergekommen. Da gab's doch ein Gasthaus, oder nicht? Guten Abend. Schauen wir mal, vielleicht könnten wir da übernachten. Ich glaube, da gab es das Gasthaus. Im Fremdenviertel. Geht heute ein bisschen länger, die Folge. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. So, genau. Zack. Messer? Hm? Das hier rechts ist das Gasthaus. Hops. Hoffe ich jedenfalls. Zum tanzenden Nomaden. Bürger und Bürgerin. Einen Groschen, Monsieur.
bitte nur einen. Danke, das ist wirklich sehr großzügig von euch. Aber gern. Malfas zum Gruß. Ich suche eine Bleibe für die Nacht. Ist noch etwas frei? Klar gibt's ein Zimmer. Es ist kein arker Adelszimmer, aber warm und lausfrei. Sehr gut. Ich nehme es. Gut, wir lassen den Raum aufsperren. Und bitte, dreht keine krummen Dinger, in Ordnung? Wir achten hier den rechten Weg und wollen keinen Ärger. Möge euer Weg stets eben sein. Malfas zum Gruß. Na, kommst du mit, oder was? Na gut. Geht in den Flüsterwald und durchsucht die alte Nebelwacht. Jawohl. Ich warte in der Unterstadt auf euch. Ballestell, mit dem hatten wir gesprochen, als wir reingekommen sind. So, da nicht rein. Wo genau wurde uns aufgeschlossen? Hier. Oder? Oder hier. Hier können wir schlafen. Genau. So, dann schlafen wir einfach mal. 11 Stunden, da dürfte es dann schon wieder am Tag sein. Und dann gehen wir mal der Quest nach. Um die Hinweise seiner Tochter zu finden, wie wir die Schatulle weiter aufkriegen. So. Geht in den Flüsterwald und durchsucht die alte... Lade? Komm schon. Ha. Okay, gut. Machen wir beim nächsten Mal einfach dort weiter. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.